Hallo und einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Hier Neues von Pascal, ein weiteres Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Hier in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr relativ schnell und auch einfach Festplatten klonen könnt, also eine Festplatte auf die andere kopieren, sei es Festplatte auf SSD, SSD auf SSD oder Festplatte auf Festplatte, spielt überhaupt in diesem Fall gar keine Rolle. Die Funktion und alles funktioniert genau gleich. Dazu habe ich jetzt hier mal ein älteres Netbook hervorgeholt. Windows 7 ist installiert, nicht aktiviert. Das Notebook ist von Packard Bell, das ist auch schon einige Jahre her, ich sage jetzt mal vielleicht 15, 16, 17, 18 Jahre alt das Teil. Und jetzt ist es so, ich möchte gerne hier eine SSD einbauen, aber ich habe keine Lust, die ganze Software, das ganze Betriebssystem, alle Programme, eigene Dateien, Fotos und so weiter wieder zu installieren oder zu kopieren. Also habe ich mir gedacht, nehme ich einfach eine Möglichkeit, eine Variante, um die Festplatte momentan, die jetzt verbaut ist, zu klonen, 1:1 zu kopieren und diese dann hier auf eine neue SSD wieder aufzuspielen. Werden sich jetzt einige denken, da gibt es doch Tools und Programme und Linux und weiß nicht was, wo man das sehr gut machen kann und so weiter und so fort. Ich muss leider sagen, ich habe schon sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, sei es zum Beispiel verschlüsselte Dateien, die nicht kopiert wurden, teilweise Dateien, die nicht kopiert wurden, nicht 1:1 die Ordner erstellt wurden und so weiter und so fort. Resultat war natürlich Bluescreen, Systemabsturz bis zum gar nicht mehr verwendbaren Notebook oder Netbook oder PC, was auch immer. Letztendlich blieb dann nur noch die Neuinstallation trotzdem und dann habe ich im Internet oder auch in Foren, je nachdem, nach einer neuen Lösung gesucht. Die Lösung sozusagen ist hier dieses Gerät, das ist ein Festplattenkopiergerät, ein Duplikator von Carry HDD oder U-Reach, ich weiß nicht genau, wer der Hersteller dieses Gerätes ist. Ich habe es im Internet von einem Online-Versandhandel bestellt, auch relativ viel bezahlt. Ich will da auch keine Werbung machen für dieses spezielle Gerät. Da gibt es ganz verschiedene, wo man die Festplatten einfach reinstecken kann, sind freistellen, kann man USB verbinden und so weiter. Ich habe mich jetzt einfach für dieses entschieden und war bei den letzten 2-3 Mal, wo ich das gemacht habe, relativ zufrieden. Nicht nur relativ, sondern wirklich 100% zufrieden damit. Mit dem Gerät hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, einfach Daten zu kopieren. Da werden einfach sämtliche Daten von einer Festplatte auf die andere kopiert. Der schaut nicht richtig, ist es jetzt ein Betriebssystem und so weiter. Oder ich kann einfach eine komplette Harddisk kopieren. Das heißt, wirklich 1:1 kopieren, so wie sie aufgebaut ist, mit allen Partitionen, mit allen Sicherheitsdaten, mit allen Wiederherstellungsdaten, Wiederherstellungs-Backup-Partitionen und so weiter, die dann das System auch wieder verwendet. Je nach Marke sind da ja verschiedene Sachen drauf, wie BIOS und so weiter, ist möglich. Somit habe ich also die Möglichkeit, einfach Daten zu kopieren oder die ganze Harddisk. Was dabei natürlich zu beachten ist, also das ist nur ein Gerät für SATA-Festplatten, ob 3,5 Zoll oder Laptop-Festplatten, das heißt 2,5 Zoll spielt hier eigentlich gar keine Rolle, aber es muss SATA sein, also zum Beispiel IDE-Festplatten oder SCSI-Festplatten und so weiter, die gehen da nicht. Es muss
es muss SATA sein, sonst geht das natürlich nicht. So, hier fahre ich jetzt hier das Netbook mal herunter, schalte es aus und dann werden wir die Festplatte ausbauen und die Festplatte dann klonen. Wie man zum Beispiel bei eurem Notebook, Netbook und so weiter die Festplatte rausnimmt, das müsst ihr bitte im Benutzerhandbuch oder im Internet nachschauen. Das ist wirklich überall ein bisschen anders. Hier kommt man ja relativ schnell und einfach dazu. Es gibt aber auch Notebooks, die muss man wirklich die ganze Verschalung, das halbe Gerät auseinanderbauen, um überhaupt an die Festplatte ranzukommen, geschweige denn noch sie aufzubauen. Also wirklich, da ist jedes Gerät, jeder Hersteller, je nach Jahrgang und so weiter, natürlich individuell. Hier ging es relativ einfach. Einfach hier den Deckel entfernen und schon haben wir hier Sicht zur Festplatte. So, hier habe ich jetzt die Festplatte vom Netbook ausgebaut. Das ist die Festplatte, die herkömmliche mechanische Festplatte mit der Scheibe und dem Lesekopf. Und das ist dann eine SSD, also hier ist nichts mehr mechanisch, da ist alles nur noch elektronisch gespeichert auf Speicherchips. Das heißt, verbraucht natürlich weniger Strom, weniger Akkuleistung, gerade bei Notebooks, Netbooks und so weiter ist das manchmal vielleicht die Frage und, oder der Grund, warum will ich überhaupt das wechseln. Und ist zudem natürlich auch etwas schneller als eine Festplatte, weil der Zugriff auf elektronische Speicherchips relativ schnell oder schneller abläuft, als wenn er auf der Scheibe überall noch die Daten suchen gehen muss. Und ein großer Vorteil, wobei auch die heutigen Festplatten nicht mehr so laut sind, aber auch das Geräusch, also wir haben keinen Lesekopf mehr, der da seine Geräusche macht beim Suchen, beim Lesen, Schreiben und auch kein Motor, der irgendwie Scheiben antreiben muss, also auch komplett geräuschlos. Ein wichtiger Punkt, der noch zu beachten ist, bevor ihr überhaupt beginnt oder respektive bevor ihr euch überhaupt das Material kauft, ist die Kapazität der Festplatte. Das Problem ist, das Gerät kopiert ja die Festplatte 1:1, das heißt, es schaut sich die Partitionen an, es schaut sich die ganzen Sachen an und nicht die Daten sozusagen in erster Linie, nachher dann natürlich schon. Und hier ist es wichtig, dass die leere Festplatte, also ich sage jetzt mal die leere SSD oder die leere neue Festplatte oder was auch immer, entweder gleich groß ist wie die beschriebene Festplatte zurzeit noch, also entweder gleich groß oder größer. Und das ist nicht nur so, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 80 GB oder sagen wir, ihr habt eine 2 TB Festplatte. Diese ist aber nur mit, ich sage jetzt mal, 16 GB besetzt. Und hier nehmt ihr dann zum Beispiel, wie hier in diesem Fall, jetzt hier eine 240 GB, aber vorher hattet ihr eine 2 TB. Das wird nicht funktionieren. Also das heißt, auch wenn die Festplatte zwar kleiner ist, aber der Speicher weniger groß, also was verbraucht ist, das wird nicht funktionieren. Die Festplatte, die SSD, die neue, muss für das Gerät entweder gleich groß oder größer sein. Sonst funktioniert es nicht, auch wenn nur ein kleiner Teil der Festplatte belegt ist und rein theoretisch hier drauf Platz hätte. Es funktioniert nicht, es muss entweder gleich groß oder größer sein. Vielleicht noch kurz etwas zum Gerät selbst. Das heißt, warum ist das eigentlich besser oder ein Vorteil oder funktioniert, ich sage jetzt mal zu 99% garantiert, eine Festplatte zu kopieren? Warum kann ich das nicht mit Windows machen? Warum kann ich das nicht mit Linux machen? Was auch immer. Das Problem ist, wenn ihr das zum Beispiel mit Linux oder mit Windows kopiert, ihr habt ja bestimmt oder viele von euch, die meisten, sage ich jetzt mal, haben auf dem PC einen Benutzer mit Kennwort. Nun macht ihr Dokumente oder speichert Bilder ab, Fotos und so weiter in euren eigenen Dateienordner. Oder auch vom System her, systemspezifische Einstellungen oder Daten und so weiter sind auch nur für euren Benutzer zuständig oder abrufbar. Jetzt wollt ihr diese Dateien kopieren mit Linux oder auch mit Windows, was auch immer.
Dann erkennt der PC diese Datei quasi als verschlüsselt, öffnet sie gar nicht oder kopiert sie einfach null. Das heißt, er kopiert sie vielleicht, aber ich habe dann auf der neuen Festplatte die Datei mit 0 Bytes. Das heißt, die Datei ist zwar vom Dateinamen her kopiert worden, aber die Datei ist leer, also somit nicht brauchbar. Der Vorteil an diesem Gerät hier oder auch an ähnlichen, gleich aufgebauten, die haben ein eigenes Betriebssystem, also da ist wie ein Linux oder wie ein Windows quasi im Hintergrund, das arbeitet. Aber das liest nicht die Datei, also es geht nicht schauen, oh, das ist eine, ich sage jetzt mal, eine Programmdatei oder das ist ein Word-Dokument, das ist eine Bilddatei, das ist eine Videodatei und so weiter, sondern der nimmt sich oder liest sich der Datei, kopiert sie auf die neue Festplatte und denkt nicht dabei. Also denken ist jetzt übertragenen Sinne, aber er schaut sich die Datei nicht an, sondern er nimmt die einfach und kopiert die auf die neue Festplatte, ohne dass er diese öffnet, überprüft oder was auch immer. Und deshalb ist eine Funktion oder eine Kopie, eine Klon mit diesen Geräten, ich sage jetzt zu 99,9% sicherer und funktionierender, als wenn ihr das mit irgendeiner billigen Software oder was auch immer oder mit dem Gratis-Tool, was teilweise sogar auf den Programmen drauf ist, macht. Also wie gesagt, das ist fast am sichersten und vor allem auch am schnellsten. Um die Festplatten anzuschließen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schließt die Festplatten oder SSD direkt hier an der Seite beim Anschluss an. Wenn ihr die Festplatte oder die SSD im PC-Gehäuse drin lasst, ihr habt vielleicht keinen Platz, dieses da zu platzieren irgendwo, weil noch Kabel oder Gehäuseteile da sind, könnt ihr auch auf beiden Seiten, es gibt zwei Stück davon, dieses Kabel hier zunächst mal beim Gerät einstecken hier und könnt es dann ganz bequem beim Gehäuse oder respektive der Festplatte, die im Gehäuse ist und so weiter, einstecken. Oder ihr könnt auch die Festplatte dann hier am Kabel anstecken, das spielt überhaupt keine Rolle. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten oder respektive zwei Möglichkeiten, entweder mit Kabel oder ohne Kabel. Wenn man aber die Festplatten frei hat, dann ist es eigentlich okay, wenn man diese direkt ans Gerät anschließt und so weiter, wenn man das schön platzieren kann auf dem Tisch irgendwo. Also, wichtig ist jetzt, dass man auf der linken Seite die Festplatte, die beschriebene Festplatte anschließt, also jene, die vorher im Gerät war, im Notebook, im PC und so weiter. Also die alte quasi, die alte Festplatte, kann man dann hier einfach so einstecken, Achtung, ohne irgendwie Kontakte abzubrechen. Und wenn das stört, wenn es hier ein bisschen federt, könnt ihr diese ein bisschen unterstellen mit etwas, ein Karton oder ein Gerät oder sonst irgendetwas, aber einfach nicht hier drauf drücken, kein Druck. Wenn sie so frei schwingt, dann ist das kein Problem. Auf der rechten Seite kommt dann die neue, also respektive die leere, die neue SSD, neue Festplatte, was auch immer, auch hier einfach auf dieser Seite anstecken und wirklich einstecken, bis es richtig einrastet. Das Gerät muss natürlich eine Stromversorgung haben, also schauen, dass es hier eingesteckt ist und dann natürlich auch in der Steckdose. Und dann gibt es hier hinten den Schalter, das schalte ich jetzt mal ein und das Gerät bootet dann automatisch auf. So, da ist es jetzt nun, das ist eine Version, die installiert ist, kann man vielleicht auch Updates machen und so weiter, keine Ahnung, aber so wie es jetzt ist, funktioniert es. Dann haben wir ja, habe ich ja vorhin erklärt, haben wir zwei Möglichkeiten, entweder einfach Daten zu kopieren, wollen wir nicht, wir wollen ja ein ganzes Betriebssystem, wir wollen es nachher wieder genauso haben, wie es war. Also machen wir die ganze Festplatte, also Full HD, das heißt eine ganze Harddisk oder Festplatte, SSD, was auch immer, kopieren. Was er jetzt eben macht, ist alles, was hier ist, auf diese SSD kopieren. Drücken wir mal drauf. Hat er jetzt die Festplatte gestartet. Kontrolliert kurz, ob das da ist, ob es funktioniert. Und schon beginnt er zu kopieren.
74 GB hat diese Festplatte, diese hat 240, also ist größer als die, müsste eigentlich funktionieren. Und den lassen wir jetzt einfach mal kopieren. Der ist hier immer noch voll am Kopieren. Man sieht, das geht auch relativ schnell. 10 Minuten sind jetzt vergangen, 10,5 fast, 27% oder 20 GB. Also es geht nicht mehr allzu lange. Sicherlich schneller, als wenn ich da Ordner für Ordner und so weiter kopieren möchte mit dem PC. Also wie gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. So, nun haben wir 98% hier auf dem Gerät. 98% sind jetzt kopiert, 99%, also es kann nicht mehr allzu lange dauern. Etwas mehr als eine Dreiviertelstunde für eine ganze Festplatte auf eine SSD zu kopieren. Ist also machbar und dauert auch nicht allzu lange. 99%, jetzt wird er dann gleich zu Ende sein und er wird auch einen Piepton, also ein Signal von sich geben, wenn es dann auch fertig ist hier. Noch 0,2 Giga. So, Achtung. Also jetzt hat er ein Signal gegeben, der Kopiervorgang ist beendet, dreiviertel Stunde, und hat auch noch getestet, es sind keine fehlerhaften Sektoren vorhanden, also Festplatte und SSD ist beides okay. Sonst würde er hier entweder auf der Seite von SSD ein Fail angeben oder hier auf Seite Festplatte oder was auch immer, wenn ihr zwei SSD angeschlossen habt. Ich spiele da keine Rolle, aber das ist also hier jetzt abgeschlossen. Schalte ich nun hier das Kopiergerät aus und entferne beide Datenträger, sowohl Festplatte wie SSD. Das kann dann mal weg. Und jetzt werde ich dann hier die SSD natürlich wieder in den Rahmen bauen und dann dieses ins Netbook einbauen und den PC dann mal booten, schauen, ob es funktioniert hat oder nicht. Rahmen ist montiert, jetzt kommt die SSD hier wieder ins Gerät eingebaut. Hier schauen, dass die Anschlüsse stimmen, dass das auch gut eingerostet ist. Dann noch das Schräubchen wieder, dass das nicht rausfallen kann. Ich wollte gerade schon sagen von den Vibrationen, aber da haben wir ja eigentlich keine Vibrationen mehr jetzt, da in einer SSD keine mechanischen Teile verbaut sind. Muss ich gerade schnell schauen hier, wie das kommt. Das müsste so sein. Voilà. Dann noch hier die zwei Schräubchen, dann ist es wieder komplett. Akku habe ich leider keinen mehr für dieses Netbook. Der alte war kaputt, habe ich entfernt. Aber da ich die sowieso nur zu Hause brauche, kann ich auch Strom anschließen, gar kein Problem. So, jetzt also hier noch Strom anschließen vom Netzteil. Muss ich gerade gucken. Ja, nicht, dass ich das vom Kopiergerät anschließe. So, und einschalten. Mal schauen, ob da irgendetwas kommt oder nicht. Das Startlogo hier kommt schon mal. Das ist schon nicht schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das BIOS vielleicht noch motzt, weil ein anderer Datenträger verbaut ist, aber der bootet hier ganz normal, als wenn nichts gewesen wäre. Also die Festplatte ist hier, kann man schauen, da läuft jetzt wirklich die SSD. Das ist nur die die Erinnerung, dass Windows nicht aktiviert ist noch. Das ist auch nur zu Testzwecken installiert eigentlich. Hier hat er jetzt wahrscheinlich etwas gefunden, dass irgendetwas noch
geändert werden muss. Vor allem hat er eine andere Gerätetreiber-Software, wahrscheinlich für die SSD. Hier kommt es auch schon installiert. Okay, Bildschirm ist vielleicht ein bisschen zu hell zum Abfilmen, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, hier hat er jetzt einen Gerätetreiber installiert für die SSD. Starte ich den kurz nochmals neu, dass das auch dort klappt. Da bootet er auch schon wieder mit Windows 7. Das ist wunderbar. Vielleicht mal ein bisschen dunkler machen. So. Später nachfragen. Okay. Also Windows ist da. Das bootet. Also da merkt man eigentlich gar nicht, dass irgendetwas gewechselt geworden ist. Mal kurz schauen, hier ist auch der Datenträger wieder da, 74 GB. Nun, jetzt sagt man ja 74 GB und hier habe ich ja 240 GB. Stimmt irgendetwas nicht? Ich müsste jetzt eine größere Festplatte oder SSD haben. Das ist so, weil wir mit diesem Gerät natürlich das Ganze 1:1 kopieren. Das ist genau der Speicherplatz, die Kapazität, wo hier auf der Festplatte war. Und das können wir jetzt noch ändern, und zwar kann man das in der Systemsteuerung unter der System und Sicherheit, und dann haben wir die Verwaltung. Unter der Verwaltung ist dann auch Computerverwaltung, da ist ein Programm, wo man verschiedenste Dinge anpassen, nachschauen oder kontrollieren kann. Haben wir hier dann links die Rubrik Datenspeicher und dann Datenträgerverwaltung. Doppelklicken oder Einzelklick, weiß nicht mal. Dann wird er kurz auslesen und hier sehen wir dann die verschiedensten Partitionen. Und zwar haben wir ja hier eine Partition, das ist die Festplatte, respektive die neue SSD jetzt, die verbaut ist. Wir haben das C, das ist das, was wir gerade gesehen haben, also eigentlich das da, aber kopiert. Und dann ist noch rund 150 GB nicht zugeordnet. Jetzt können wir es so machen, wir können entweder da neues, einfaches Volumen herstellen oder man kann es auch mit dem C dann verbinden. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel die C vergrößern normalerweise, und zwar hier Volumen erweitern, kann ich dann weitergehen. Das ist übrigens bei Windows 7, 8 oder 10 ist plus minus das gleiche, sonst auf YouTube schauen, da gibt es relativ viele Videos schon und Erklärungen dazu, wie man so etwas richtig auch machen kann. Hier haben wir jetzt den Datenträger erstellt, fertigstellen, und schon haben wir eine ganze, also auch die zweite Partition in die erste genommen. Das ist schon okay. Und wenn wir jetzt wieder auf den Arbeitsplatz, sage ich immer, von früher oder jetzt gehen, sehen wir auch, aha, 223 GB total, also etwas wieder immer abgezogen, und dazu sind 213 noch frei, also haben wir die ganze SSD zur Verfügung, eigentlich relativ einfach, haben wir das doppelte, dreifache von dieser alten Festplatte, es ist ruhiger, kein Klang mehr, kein Motor mehr im Gehäuse, vielleicht noch die Lüfter, die zwischendurch anspringen. Und natürlich stromsparender, und das ganze System ist auch relativ schnell. Man bedenke, dieses Netbook ist relativ alt, also ich sage jetzt mal mindestens 10, 12, 13 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. War ursprünglich mal mit, weiß ich gar nicht mehr welches Windows, aber ich denke, die sind noch mit Windows XP, vielleicht noch Vista ausgeliefert worden. Hier läuft Windows 7 drauf, das ist ein Atom, also 1,33 GHz oder 1,66, je nachdem, 1 GB RAM, also das ist auch nicht allzu viel, und ist ein 32-Bit-System. Und wenn man da navigiert, klar, alles, ich will jetzt nicht
das Video drauf schneiden oder so etwas, das ist klar. Aber auch wenn ich hier über die Ordner navigiere, jetzt hier zum Beispiel auf Daten gehe, auf dem Server und so weiter, also das geht relativ schnell. Aber ansonsten muss ich sagen, der Wechsel auf eine SSD, also wirklich eine coole Sache, und dann kann man diese Geräte wieder etwas brauchen. Es kommt natürlich immer darauf an, wozu. Aber das ist jetzt nicht nur für dieses oder von alt auf neu und so weiter. Also das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem neueren Computer. Wenn ihr da denkt, okay, der hat jetzt auch schon 2-3 Jahre drauf und vielleicht morgen ist die Festplatte schon kaputt, meine Daten sind weg, dann kann man das auch ganz gut klonen mit diesem Gerät, das ist klar. Oder auch für, wenn ihr Server habt, oder externe USB-Festplatten und so weiter. Gut, da kann man dann wieder übers Programm selbst kopieren, aber auch da kurz aus dem Gehäuse ausbauen, an das Gerät anschließen, 1:1 kopieren und dann habt ihr auch schon wieder das Gleiche. Also das funktioniert mit allen gängigen Festplatten, SSDs, solange die natürlich SATA-Anschluss haben. Und wie gesagt, die neue muss entweder größer oder gleich groß sein wie die alte. Wenn ihr Fragen habt bezüglich dieses Klonen oder sonstiges, schreibt mir gerne in die Kommentare. Sonst ein Abo dalassen und so weiter und so fort. Wie gesagt, Festplatten kopieren nie einfach als damit. Gibt es verschiedene Geräte, verschiedene Hersteller. Vielleicht gibt es auch schon bessere und noch schneller als das. Das habe ich jetzt auch schon eine Zeit lang. Aber dazu bin ich wirklich gekommen und hätte nie gedacht, dass das 1:1 so funktioniert. Habe auch zum Beispiel die SSD, kopiert, geklont von meinem Gaming-PC. Der ist schon 5 Jahre alt, habe ich gedacht, ja, früher oder später werden die den Geist aufgeben, dann Spielstände und alles weg. Das Ganze neu installieren war eine riesen wäre eine riesen Arbeit gewesen, dann wieder die Spielstände, die Tastensteuerung und so weiter alles wieder in Gang zu setzen. Aber mit dem da, ich glaube, ich war vielleicht eine Stunde 15 dran, der ganze Gaming-PC wurde kopiert, respektive geklont auf eine neue SSD, wieder eingebaut. Der läuft noch heute tipptopp. Also wie gesagt, ein sehr gutes Gerät, wirklich zu empfehlen. Also nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Dankeschön und tschüss.